Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch Teil 5 begrüßen zu dürfen. Wir wollen entkommen vor Inspektor Navette und Sergeant Moe. Der steht hier draußen und so kommen wir nicht raus. Wir haben schon den ersten Teil getan, damit er verschwindet. Wir haben hier eine schöne Meeresbrise rausgemacht. Das, ja. Und wir wissen, dass es irgendwas mit diesen Rollwagen auf sich hat. Haben wir irgendetwas? Müssen wir das irgendwie mit... Ich wüsste nicht, was das bringt, aber vielleicht, dass wir da irgendwie noch was verstecken? Darunter? Ich wusste nicht, ob das sinnvoll war. Ja, okay. Das Garn bestimmt auch nicht. Ich wusste nicht. Ja. Batterien bringt auch hundertprozentig nichts. Garn macht da nichts. Whisky. Es gab keinen Grund, Whisky zu verschütten. Nee, ich dachte wegen Flüssigkeit oder sonst irgendwas, aber ja klar, das macht keinen Sinn. Hast du noch irgendwie irgendetwas? Sorry, dass ich hier so reinplatze, Fleur. Kein Thema, George. Ich wusste, dass du kommst. Ach ja? Was weißt du denn sonst noch? Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 36%. Ja, okay. Pierre? Erzähl mir was von deinem verstorbenen Mann. Pierre? Ich habe ihn mein Auslaufmodell genannt. Weil er so alt war? Ich Nein, glaube nicht. Mit seinem Wasserproblem. Brauchte nur ein Brunnen in der Nähe zu sein. Wusch! Wusch? Rannte er los zum nächsten Pissoir. Pipi Pierre hieß er bei seinen Freunden. Nette Freunde. Okay. Nico mag also gelbe Blumen? So ist es, George. Kannst du was über diese Hobbs-Zeichnung zeigen? Haben diese Skizzen eine Bedeutung für dich? Nimm sie weg, George. Sie sind vom Tod gezeichnet. Das hatten wir schon. Im Ernst? Ja, das hatten wir schon. Das Medaillon. Was hältst du von diesem Medaillon, Fleur? Ich denke, eines Tages wirst du froh sein, dass du es bei dir hast, George. Ja, das glaube ich auch. Guck mal, ein Diamantring. Würde dir dieser Brillantring gefallen, Fleur? Sehr schmeichelhaft, George. Aber ich glaube, deine künftige wäre ziemlich sauer. Okay, was hat es mit dem Garn auf sich, das du mir gegeben hast? Wozu brauche ich dieses Garn? Was willst du? Die lange oder die kurze Geschichte? Kurz. Ich wollte lang sagen. Weil es so ist. Das war die lange, dann will ich gar nicht wissen, was die kurze war. Sieh mal die schönen Blumen, Fleur. Ja, George, meine Blumen. Aber du darfst sie haben. Okay, also da haben wir auch nicht wirklich was. Mit Nico können wir auch nicht reden. Gibt's hier noch irgendetwas? Also wir haben den Rollwagen. Nee, da ist nichts. Okay, Kartons. Hat man, glaube ich, schon mal angeklickt, aber ansonsten haben wir ja nichts mehr groß da. An der Wand waren Kartons aufgestapelt. Sie waren alle beschriftet. Blumensteckschaum. Blumendünger. Bänder. Pipi. Pipi? Straußanhänger. Pipi? Meine Neugier war geweckt. Es war eine Plastikstatue. Vorsicht damit, eben erst reingekommen. Spezialbestellung. Was ist das? Eine Mannequin-Piss-Nachbildung. Eine was? Wasser und Batterien rein, einschalten und strollala. Schick. Okay, Batterien einsetzen. Die Batterien haben ja zufälligerweise. Wo sind sie? Da sind sie. So, es fehlt noch Wasser. Wasser haben wir hier aber nicht. Aber ich steckte die Batterie in das Mannequin. Eine Reihe fröhlicher LEDs leuchtete rund um die Figur auf. Aber wir hätten noch Whisky da. Das hätte in etwa, je nachdem, die richtige Farbe.
Oh Mann. Ich kipp dir den Whisky in das Mannequin. Slainte, mein Pinkelprinz, slainte. So, und den setzen wir in den Wagen und schieben ihn raus. Oh Mann. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ich stellte die Statue in den Rollwagen und schaltete die Wasserspiele ein. Das Mannequin strullerte beschwingt einen güldenen Whiskystrahl. Nicht schlecht. So, und den schieben wir jetzt raus. Oh, armer Moe. So. Okay, Moe wäre aus dem Weg. Gehen wir, Nico. Der Jungbrunnen sprudelt. Wohin? Bijou besuchen. Sie hat mir vom ersten Tag an Lügen aufgetischt. Und jetzt will ich die Wahrheit. Oh, ich hoffe, du behauptest also, Bijou und Hobbs hatten eine Affäre? Ja, also hat sie mir einiges zu erklären. Ich hoffe, die ist nicht auch erst umgebracht worden oder sowas. Bijou, ich muss mit Ihnen reden. Können das nicht warten? Ich habe so Kopfweh. Nein, auf keinen Fall. Oh, na gut. Okay, rein mit uns. Bei Tageslicht und ohne den Nebel der Räucherstäbchen sah die Wohnung noch schräger aus. Wie wahr. George, wie herrlich, Sie zu sehen. Darf ich vorstellen? Meine Freundin Nico. George und ich kennen uns schon ewig. Tatsächlich? Keine Sorge, meine Liebe. Ich nehme ihn Ihnen nicht weg. Obwohl er ein ganz hübscher ist. Bijou, wir sind hier, um ein paar Punkte zu klären. Ginge das? Kann ich jetzt wieder was machen? Okay, dann versuchen wir erstmal mit ihr zu reden. Wie geht es Ihnen, Bijou? Ich habe ein winziges bisschen Kopfweh. Das bekomme ich immer, wenn ich mich nachmittags hinlege. Ich dachte mir, es dürfte wohl eher der Champagner vor dem Hinlegen gewesen sein. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich möchte, dass Sie ganz ehrlich sind, Bijou. So, erzähl mal was von Hobbs. Kennen Sie einen Maler namens Hobbs? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall kennt er Sie. So viele Künstlerschätzchen. Man kann sich nicht an alle erinnern. Hobbs scheint Sie sehr gut zu kennen. Er hat eine Skizze von Ihnen in seiner Mappe. Bestimmt eine Studie für ein Gemälde. Und da ist sicher nichts weiter? Ganz sicher. Wussten Sie, dass der Herkunftsnachweis gefälscht war? Für La Maledictio? Ich hatte keine Ahnung. Lane sagte, Sie hätten ihn von ihm bestätigen lassen. Der Dussel bringt wieder alles durcheinander. Ja, klar. Warum zeigen Sie mir das? Das ist wunderschön, mein Lieber. Warum zeigen Sie mir das? Ja, weil ich gerade nicht weiter weiß. Sollen wir dir deinen Schlüssel zurückgeben? Hier sind Ihre Schlüssel zurück, Bijou. Wann habe ich Ihnen die denn gegeben? Ich kann heute kaum denken. So, Strauß Rosen, ernsthaft? Die Hobbs Nachricht. Das ist eine Nachricht von Hobbs, die ich in Ihrem Safe fand. Wie sind Sie daran gekommen? Eine Frechheit! Bijou, Sie haben mir die Schlüssel gegeben. Sie haben sie gerade zurückbekommen. Hab ich? Oh, mein Kopf! Ich weiß nicht mehr. Aber sonst haben wir nichts getan. Oder, George? Die Nachricht ist an Sie gerichtet. Also sagt Lane die Wahrheit. Sie haben den Papierkram gemacht. Oh, und wenn schon? Ist doch nicht illegal. Also jetzt nochmal Herkunftsnachweis. Sie gaben die Herkunftspapiere in Auftrag. Sie wussten, sie waren falsch.
Ich sage gar nichts. So, und Hobbs? Die Nachricht von Hobbs lässt keinen Zweifel zu, dass Sie ihn sehr gut kannten. Na gut. Ja, das stimmt. Also haben Sie gelogen. Ich glaube, das ist für Sie. Ein Brillantring? Was hat der mit mir zu tun? Ein Geschenk an Sie, von Henri. Henri hat mir so viele teure Sachen gekauft. Wäre gar nicht nötig gewesen. Ich glaube, Henri hat Medowski um mehr Geld gebeten, um Ihnen diesen Ring zu kaufen. Und vielleicht wurde er deshalb erschossen. Nico! Nein, Lieber. Sie hat recht. Henri meinte immer, er müsse kämpfen, um mich zu halten. Die Wahrheit ist, ich habe sie beide geliebt. Wilf und Henri. Und jetzt ist Henri tot. Meinetwegen. Legen Sie los. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich verspreche, diesmal sage ich die Wahrheit. Alles klar. Okay, hört sich doch mal schon mal gut an. Also, dann erzähl was über die Galerie. Sie ließen den Herkunftsnachweis also von Hobbs fälschen und von Lane für die Versicherung bestätigen. Wilf gab ihn mir und ich überredete Lane, ihn zu unterschreiben. Er wusste nicht, dass er falsch war. Wilf ist brillant bei dem, was er tut. Okay, dann erzähl was über Wilf. Sie und Hobbs sind also ein Liebespaar? Das sind wir schon seit 75. Henri hat nie davon erfahren. Damals waren sie zusammen in einer Band. Sie haben Henri also von Anfang an betrogen? Ich habe ihn nie betrogen. Ich habe beide geliebt. So, Medowski? Und welche Rolle spielte Medowski bei all dem? Alles war seine Idee. Jemand hatte ihm ein Angebot für La Maledictio gemacht. Also hat Wilf ihn mit Henri und mir bekannt gemacht. Er wollte am Verkauf und an der Versicherungssumme mitverdienen. Er zog die Sicherheitsfirma hoch, um den Raub zu ermöglichen. Mhm. Ich bin so eine Idiotin. Henri hätte niemals sterben sollen. Ich weiß, das haben Sie nicht gewollt. Wilf rief mich gestern an und wollte mich trösten. Er sagte, er würde sich um mich kümmern, hätte Pläne. Heißt das, er hat das Gemälde? Ja, er machte Witze über ein Geheimversteck. Er sagte irgendwie, das Original sei hinter meinem Intern. Ich hab nichts kapiert. Danke, Bijou. Das war sehr hilfreich. Hinterm Bild wahrscheinlich. Wissen Sie, ich hatte einen seltsamen Traum vorhin. Henri war hier und wir haben wieder zusammen getanzt. So schön. Das war sicher wunderschön. Also dann nochmals danke für Ihre Zeit und... Nico, ich glaube, wir müssen jetzt nach London. Ich hätte es gedacht, hinter so ein Bild. Ein Bild wahrscheinlich in Dings. George, gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Nein, da fällt mir im Moment nichts ein. Lass uns gehen, ja? Ja, in Hobbs Dings wahrscheinlich, hinter so ein Bild von Bijou. Da ist es wahrscheinlich versteckt. Am Ende steckte Hobbs also mittendrin in dem ganzen Schwindel. Jetzt müssen wir bloß noch das Gemälde finden. Dann kommen die Fakten auf den Tisch und Medowski ist dran. Ich krieg meine Titelstory. Und ich bin rehabilitiert und behalte meinen Job. So viel zu deinen teufelsanbetenden Gnostikern, George. Hey, kennst mich doch. Ich stehe total auf Verschwörungen. So, jetzt müssen wir nur irgendwie wahrscheinlich da wieder reinkommen. Ich glaube, ich sehe ein Brecheisen. Warte mal kurz. Was ist denn los? Diese Kette. Die ist vom Tor. Ja. Und? Sie ist geknackt worden. Ein Einbruch? Oder ein Ausbruch? Hobbs flüchtet vor Lady Pyrmont? Glaube ich nicht. Aber es fühlt sich ungut an. Oh yeah.
Ist vielleicht Hobbs auch tot? Haben sie den jetzt, hat Modosky den jetzt auch um die Ecke gebracht? Hey Nico, sieh mal da. Glaubst du, damit hat jemand das Tor aufgestemmt? Mit ziemlicher Sicherheit. Tja, schlecht für die, gut für uns. Ein Brecheisen kann man doch immer brauchen. Den Lieferwagen können wir jetzt so komplett anschauen. Soll ich nochmal die Hupe betätigen? Ich weiß nicht so recht. Beim letzten Mal hatte es mit Hupen geklappt. Okay, aber irgendwas scheint gerade zu passieren. Achso, der hat einfach nur vorher rausgezoomt gehabt. Ich beschloss, den Müllcontainer in Ruhe zu lassen. Ah, der wird bestimmt auch noch wichtig sein. Nee, ich glaube, der wird tot sein. 22, 23, kein Hobbs. Vermutlich im Koma. Ich glaube nicht. Irgendwas im Briefkasten? Das war Hobbs Briefkasten. Kann man die Tür vielleicht aufbrechen mit den Brecheisen? Es gab keinen Spalt für das Brecheisen. Ja, okay. Das hier steht noch drin. Können wir jetzt die Regenrohr hochklettern? Hey Nico! An dem Regenrohr könnte man hoch. Ja, spinnst du? Ja, das du da. Ich frag, ist jetzt wie weiter? Kleines Möwenproblem, George? Ja. Das ist ein Mistvieh. Die Möwe sah ziemlich finster aus. Das ist eine böse Möwe. Okay, wir können nichts machen mit dem Kran. Wir müssen uns erst um die Möwe kümmern. Willst du einen Keks? Als ich dem Federvieh den Keks zeigte, blickte es mich verächtlich an. Schätze, Teegebäck war wohl nicht sein Ding. Wie wär's mit einer Kakerlake? Du magst doch bestimmt Kakerlaken. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Ja, nur beinahe. Okay. Rasierwasser, um dich wegzusprühen? Das würde niemals... Ja, okay. War jetzt auch noch so eine Idee gewesen. Ne, ich wüsste jetzt nicht, was... Kann man die Kette mit dem Kran benutzen? Das würde nie funktionieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man mit dem Kran genau machen soll. Wir könnten vielleicht den Kran rüber machen, die Kette dran machen und dann hochklettern oder so irgendwie. Ich muss bloß zu der Tür rüberkommen. Sei vorsichtig, das ist alles total baufällig. Aber was machen wir mit dieser blöden Möwe? Ah. Okay, haben wir hier unten noch irgendwas? Können wir vielleicht mit Nico nochmal reden? Hey, Nico. Was, George? Die Möwe sieht ziemlich finster aus. Mach sie lieber nicht wütend. Warte mal, die ist doch bei der Hupe weggeflogen. Und wir haben jetzt hier so eine Hupending. Tu mir einen Gefallen und hup mal. Kein Problem. Ja, da hätten wir aber erst oben sein müssen. Schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Aber gut. So, und jetzt fliegt sie weg. Aber bis wir jetzt wieder oben sind, ist sie wahrscheinlich schon wieder da, oder? Nee, noch nicht mal. Aber die, jetzt ist sie wieder da, also... Ja. Hey, Nico. Was, George? Hup nochmal, bitte. Nico, könntest du nochmal hupen? Klar. So, dann haben wir nämlich genug Zeit, bis die Möwe wieder da ist, denn irgendwas mit dem Kran zu machen.
Hoffe ich. So, Kran. Der Kran war festgerostet. Ich brauchte mehr Kraft, um ihn zu lösen. Können wir den mit der Kette benutzen? Nee, ich musste was anderes versuchen. Ah. Das Brecheisen? Das blöde Möwe. Hey, Nico? Nochmal was, die Hupe, George? Bitte. Sorry, Nico. Bitte nochmal hupen. Beeil dich, George. Ja, wir müssen halt ein paar Sachen ausprobieren. Sonst wird es hier nix. So. Brecheisen jetzt mit dem Kran als Hebelwirkung. Das müsste doch gehen, oder? Ja, das geht. Sieh dich vor, George. Warte da, Nico. Tada. Ich komm und lass dich rein. Ah, okay, das hat er schon automatisch gemacht. Okay, sehr schön. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Irgendwas, hört er das auch? Irgendwas knistert. Es hört sich, glaube ich, so an wie so ein Schallplattenspieler, wo die Schallplatte quasi ausgelaufen ist oder so. Und das hier gefällt mir auch nicht so richtig. Also ich glaube nicht, dass der noch unter den Lebenden ist. So, dann würde ich aber mal sagen, machen wir hier mal einen Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir weiter und schauen mal, was es hier zu finden alles gibt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.